Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Mad Games Tycoon. Im legendären Schwierigkeitsgrad Level, wie auch immer. Wir sind ja hier immer noch dabei, unser Konto ein bisschen zu füllen. Und auch dran, unsere Engine, die wir das letzte Mal auf den Markt gebracht haben, etwas zu verbessern. Und zwar geben wir jetzt noch die simple künstliche Intelligenz mit dazu. Ah, gab es 62.000 für ein Spiel, das mit unserer Engine programmiert wurde. Naja, auch Kleinvieh macht Mist. Läuft aber ganz gut soweit. Und ich habe gerade gemerkt, im letzten Part, da war der Sound etwas sehr leise, beziehungsweise gar nicht zu hören. Ich hoffe, das hat jetzt ein bisschen gebessert. Ich habe dann Einstellungen ein bisschen rumgeschraubt. So, Auftrag durch. Und jetzt sollte der Sound eigentlich auch zu hören sein. So. Die simple KI ist durch. Jetzt holen wir uns noch die... was haben wir da? Parallax Scrolling. Nochmal die Maus. Steuerung. Und ich denke mal, dann werden wir unsere Engine mal updaten. Weil dann können wir auch mit dem Prozent ein bisschen rauf. Und mit dem Kaufpreis. Was haben wir denn da? Skasim? Nein, an die Messe gehen wir nicht. Skasim war... eine Engine 17, 30, 34 Jump'n'Run. Okay, Wirtschaftssimulationen gibt es tatsächlich immer noch keine Engine außer unsere. Das freut mich natürlich sehr. Dann bleiben wir da auch konkurrenzlos. Oh Mist, da war ich jetzt zu spät für den Auftrag. Aber macht nichts. Ich habe immer noch über 400.000 auf dem Konto. Da ist das halb so wild, wenn man mal einen Auftrag übersieht. Sollte zwar nicht so oft passieren. Ah, und unsere Skills, die gehen schon ganz schön rauf. Arbeitswille bei 75, na 76%. Ah, neuer Auftrag. Komm. Ah. Programmierfertigkeit auf 78, Game Design auch schon gut auf 35. Ah, es geht langsam rauf, das ist sehr schön. So. Nächster Auftrag. Nicht aufstehen, nicht strecken, forschen, so. Und dann wollten wir ja noch das Parallax-Scrolling. Ich denke mal, das sollte passen. Oder nehmen wir besser Musik in 8-Bit. Ach, wir nehmen einfach beides. Was soll der Geiz? So, neuer Auftrag, schnell zwischenschieben. Weiter geht's mit dem Forschen.
läuft. Oh, noch ein Auftrag. Für 9000. Schieben wir doch dazwischen. Passt schon. So. Gut. Das geht voran. Ah, und mit dem Platz, den wir hier noch haben, habe ich gedacht, wenn wir dann soweit sind und es freigeschaltet haben, soll das hier. Nee, nicht teilnehmen. Soll das hier eine kleine Produktion geben mit Pressen und Lager? Dann können wir nämlich schon mal anfangen, Publishing-Verträge auszuführen. Aber das ist natürlich noch ein weiter Weg bis dahin, weil wir bräuchten hier erstmal 1 Million auf dem Konto, um Lager und Produktion überhaupt erst freischalten zu können. Und dann brauchen wir, sagen wir mal, nochmal ein kleines Vermögen, um uns überhaupt die Pressen und die Lagerregale leisten zu können. Aber es wird auf jeden Fall hier noch in der Garage passieren. Ja, dann bleibt gleich mal hier nochmal ein Auftrag. Ah, knapp 20.000. So lobe ich mir das. Ah, und schon wieder ein Auftrag. 10.350. Auch nicht schlecht. Nehmen wir wohl. Und schließlich ist das ja das, was uns momentan über Wasser hält, zusammen mit den Engines oder mit der Engine. Obwohl, da läuft es momentan gerade nicht so gut, weil sie ist halt ein bisschen veraltet. Aber gibt ja bald ein Update drauf. Sobald hier Musik in 8-Bit durch ist, werden wir die Engine updaten. Ja, und wir kommen hier zu keinem Ende, weil immer wieder Aufträge dazwischen kommen. Aber ist natürlich gut so. Das muss so. 90, ja, doch, wird langsam. So, dann würde ich sagen, wir lassen den Mr. Helvetik hier mal die Engine updaten. Alte Engine updaten. Wir schauen mal, wie viele Features das wir jetzt haben. Grafik in 16, Farben, Sound und Musik in 8-Bit. Das heißt, jetzt hätten wir 12. Dann nehmen wir hier mal 15.000 und hier 20%. Machen hier ein Version-Update auf Alien Software Incorporated WSIM 2. Mal gucken, 12, 15 und 20, ob wir da preislich. Ja, definitiv, weil 11 haben 23, 28, da sind wir mit 15 und 20 eher so im Bereich von 9. Sogar noch etwas günstiger von der Gewinnbeteiligung. Na, das passt schon so. Nein, wir gehen auch jetzt nicht an die Messe. Junge, programmiere etwas schneller, da wartet ein Auftrag auf uns. Aber hier, die Punkte, die gehen nur so rauf. 4, 5, 2, 8, 6, 4, 7, also der hat schon ganz schön einen Zahn drauf. So. Wird knapp 14.000 mit den zwei Aufträgen.
Das heißt, wir forschen mal ein wenig weiter. Wir erforschen mal die Grafik in 256 Farben. Noch so zwei, drei weitere Features, dann können wir nämlich wieder updaten und dank der neuen Grafik gäbe es dann auch ein Versionen-Update, was in der Regel nie verkehrt ist. Vielleicht sollten wir uns dann echt schon langsam überlegen, ob wir nicht noch eine zweite Engine auf den Markt bringen wollen. Vielleicht nicht unbedingt Simulation, aber Aufbau wäre vielleicht eine Alternative. Wobei wir dann natürlich zuerst mal das Genre erforschen müssen. Ah, Auftrag, sehr schön. Dankend angenommen. So, das wären jetzt die Farbe gewesen. Dann hätten wir hier Sound und Musik. Die nehmen wir natürlich auch gerne mit dazu. Auch wenn es jetzt langsam etwas teuer wird, aber ich denke mal Sound und Musik, das erforschen wir jetzt noch schnell. Dann warten wir mal, bis unsere Engine das nächste Mal verkauft wurde. Damit wir hier wieder ein bisschen was aufs Konto bekommen. So. Aber es läuft ganz gut. Ja, Arbeitswille ist jetzt dann bei 100%, also wir sind bei 86,7. Das ist echt annehmbar. Auch Geschwindigkeit auf 78,7, Programmierung schon auf 90. Ja, der entwickelt sich langsam aber sicher zu einem Allround-Genie, zu einem Alleskönner, zu einem Riesentalent. Na, das läuft, das läuft. Auch hier die 16-Bit-Sound trotz der durch. Was wird er nichts anderes machen? Was ja eigentlich auch stimmt, der macht ja nichts anderes. Dann noch die 16-Bit-Musik. Zwischendurch noch einen Auftrag dazwischen schieben. So, komm, rotz den durch, sehr schön. Ja, ist schon, ist cool, der setzt sich hin. Und kaum hat er sich gesetzt, ist der Auftrag auch schon durch. Wird hier nicht anders sein? Naja, klar. Aber wir können das halt. So. Auch hier geht eigentlich relativ, naja, sagen wir mal, zügig vonstatten hier mit der Musik in 16-Bit. Das heißt, wir hätten jetzt eigentlich schon wieder drei Features, die wir in die Engine knallen könnten. Und ich bin mir wirklich am Überlegen, ob wir vielleicht schon mal so ein Update machen sollten. Einfach mit der neuen Grafik und dem neuen Sound und der neuen Musik. Wobei, nein, ich möchte da doch schon noch ein bisschen was anderes mit drauflegen können. Das wäre schon nicht verkehrt. Ah, neuer Auftrag. Nehmen wir doch. Auch wenn es nur 5850 ist. So. Features erforschen. Vielleicht sollten wir Steuerung mit Joystick ist. Ich weiß nicht, ob man das für eine Wirtschaftssimulationsengine wirklich braucht. Speicherfunktion ist aber sicher nicht verkehrt. Ohne Speicherfunktion gäbe es keine Let's Plays. Und das wäre irgendwie tragisch. So, dann, wie gesagt, holen wir uns mal noch die Speicherfunktion dazu. Wir nehmen nicht teil. Neue Engine. Gucken wir mal, was da so der Stand ist. Ah, die sind natürlich hier schon bei
24 Features. Da müssen wir schon ein bisschen was nachlegen. Ja, mit unseren 12 Features da, ja. Na, ah, aber ich bin zuversichtlich, das wird schon. Ist halt bei Legendär alles etwas schwieriger am Anfang. So. Dann haben wir, komm, mach hin hier. Speicherfunktion. Simple 3D Engine oder die isometrische 2D Engine. Vielleicht erstmal die simple 3D. Level Editor brauchen wir so noch nicht zwangsläufig. Zwischensequenzen eventuell im nächsten Update dann. Aber wir machen noch die simple 3D Engine und machen dann mal ein Update. Dann dürfen wir auch auf 15 oder 16 Features sein. Ah, gerne doch, 13.000. Sagen wir nicht nein. Auf jeden Fall sollten wir dann bei 15, 16 Features sein. Das macht uns dann schon wieder ein bisschen marktfähiger. Ich muss wirklich gestehen, so 8-Bit Sound und 8-Bit Musik, das ist halt schon nicht so das Gelbe vom Ei. Das Ganze auch noch ohne Speicherfunktion. Da wundert es nicht, dass die Verkäufe eher etwas schleppend vonstatten gehen. So, simple 3D-Grafik. Dann rotzen wir noch schnell den Auftrag durch. 17.500. Nicht schlecht. Machen Update auf die alte Engine. Wir könnten jetzt theoretisch 20.000 nehmen. Bei 25% Gewinnbeteiligung. So, 12. 17 Features, gut. Das lässt uns doch wieder ein bisschen aufschließen zur Konkurrenz. Macht knapp 190.000 Entwicklungskosten. Das heißt, wir müssten sie ungefähr 10 Mal... Oh, das geht aber ratzfatz hier. Anyway, wir müssen sie 10 Mal verkaufen, um dann die Entwicklungskosten für das Update hier erwirtschaftet zu haben. Dann noch dazu die Gewinnbeteiligung, das sollte doch eigentlich schon hinhauen. Jetzt haben wir noch 150.000 auf dem Konto. Ich würde sagen, jetzt ist mal Zeit, wieder ein bisschen kürzer zu treten. Nochmal schnell checken, ob es Ego-Shooter, Visim, immer noch keine Konkurrenz. Sehr schön. Ja, jetzt sind wir halt in der Phase, wo es heißt, ein bisschen abwarten und Tee trinken. Oder in meinem Fall einen Schluck eines österreichischen Energy Drinks zu nehmen. Prosit Neujahr, ne? Auch wenn wir jetzt nur die 148.000 auf dem Konto haben, ist kein Grund zur Sorge. Ich kann euch das mal zeigen. Wir haben keine Gehälter, die wir bezahlen müssen. Und wir haben hier gerade monatliche Kosten von $150. Ja, die Nebenkosten für unsere Garage hier. Also alles noch absolut kein Grund zur Beunruhigung. Es schränkt uns natürlich ein bisschen ein, was Forschung und so weiter angeht.
Wir können zwar ein, zwei Sachen vielleicht forschen, aber wir können kein Update machen, weil das würde uns das Genick brechen. Aber forschen wir hier einfach mal ein bisschen weiter. So. Jetzt erforschen wir mal die Zwischensequenzen. Weiß zwar noch nicht so genau, wozu das gut sein soll bei einer Wirtschaftssimulation. Aber wir machen es einfach mal, weil wir es können. So, und weiter geht's. Na, wir sind jetzt auch wieder bei 160.000. Wir wären wahrscheinlich schon bei rund 200.000, wenn wir die Zwischensequenzen nicht erforscht hätten. Aber das sieht ganz gut aus. So, komm. Rüber mit dir. Neuer Auftrag. 15.300. Nehmen wir doch. Zack. Weiter forschen. So, die Zwischensequenzen. Fortgeschrittene KI bei einer Wirtschaftssimulation. Sicher nicht das verkehrteste. Mehrspieler per Splitscreen. Braucht man das bei einer Wiesim? Da wäre eher Mehrspieler per LAN gefragt. Ich nehme jetzt trotzdem mal die Joystick-Steuerung mit dazu. Nicht, weil wir die unbedingt brauchen für eine Visim Engine, aber es ist nun halt mal die günstigste Forschung, die wir so noch übrig haben. Mit ihren 20.000. Ach nee, nicht rüber. Du bleibst mal hier. Ah, da. Mobile Logic hat unsere Engine lizenziert. Sehr schön. Und wir schauen mal. Fortgeschrittene KI. Ist für eine Wiesim nie verkehrt. Das Ding forschen wir auch schnell. Und jetzt soll es dann ja bald Gewinnbeteiligung geben. Für unsere Engine. Ah, Blizzard hat ebenfalls unsere Visim 3 Engine lizenziert. Also 2 bis 3 Spiele müssen jetzt offen sein, wo wir dann noch die Gewinnbeteiligung bekommen. Da Accolade hat War 2182 veröffentlicht und bringt uns 107.508 Dollar. Und schon sind wir wieder knapp auf einer Viertelmillion. Gut, zugegeben ist jetzt kein Grund für Jubelschreie, aber hat uns doch jetzt schon mal vor dem Gröbsten ein bisschen bewahrt. Und da knapp 200.000 von Electric Artists Day of the Moon mit 197.318 Dollar. Und wir sind auf dem besten Weg zu einer halben Million. Okay, gut. Nee, sind wir nicht, weil. Ah, oh, H-Grafik 256 Farben. Ja. Mehrspiel per LAN holen wir uns mal noch. Was ich jetzt aber noch zwischendrin reinschieben werde, ist mir hier für beide Büros einen zweiten Schreibtisch zu holen. Wir holen uns zwar noch keinen Angestellten, aber ich würde hier gerne schon mal einfach ein bisschen
ja, vorbereitet sein, wenn es denn soweit ist und wir uns wirklich einen Angestellten holen. Dass wir dann die Schreibtische und so alles schon parat haben und quasi nur noch sagen müssen, so, du und du, rein und los geht's. Die Quark-Engine. Die lassen sich aber auch immer die verrücktesten Namen einfallen für ihre Engines. Für was ist die eigentlich? Die Quark-Engine. Für Käsekuchen. Ego-Shooter war ja klar. Also der Ego-Shooter-Markt ist wohl ganz schön umkämpft. Soll uns recht sein, wir bleiben bei Visim. Mehr Spiele per LAN. Und jetzt vielleicht noch die isometrische 2D-Engine und dann knallen wir nochmal ein Update raus. Das wäre dann die Version 3 Plus. So, noch den Auftrag dazwischen schieben. Oh, ah, nächster Auftrag. Schön, schön, schön. So. Hau die isometrische 2D-Engine raus, dann machen wir schnell ein Update. Wenn wir dann mal dazu kommen. Nee, nee, passt schon, bin ja um jeden Auftrag froh, der da zwischendrin reinkommt. Weil es ist halt schon, man braucht ganz schön Kohle hier auf dem legendären Spielchart. Das möchte ich jetzt hier gar nicht abstreiten. Aber es gibt uns schon 15 Jahre. Wir sind noch nicht pleite gegangen, mussten noch keinen Kredit aufnehmen. Also der Start ist in dem Sinne eigentlich recht gut gelungen. So. Gut. Das wäre es eigentlich auch schon gewesen für diesen Part. Haben ja doch ein klein wenig was geschafft, haben die Engine ein bisschen upgedatet, haben uns schon vorbereitet auf die ersten Angestellten. Ich denke mal, im nächsten Part werden wir dann vielleicht mal schauen, ob wir eine zweite Engine angehen. Und ja, darauf hinarbeiten, dass wir dann wirklich bald mal Produktion und Lager hier lancieren können, damit hier was abgeht. Bis dahin hoffe ich, euch hat's gefallen. Ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir Mad Games Tycoon auf Legendär spielen. Lasst gerne ein Abo für den Kanal da, einen Daumen hoch für das Video, Anregungen, Kritik, Lob, Tipps, Tricks, was auch immer, schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss zusammen, euer Mr. Helvetic.